Heute ist Freitag, der 10. Juni 2022 und ich fahre wieder einmal ins Mercanturgebirge, um hier ein paar schöne Sachen anzusehen, zu entdecken und zu erleben. Nach einer knappen Dreiviertelstunde Fahrt bin ich schon mitten im Gebirge, das heißt, es geht immer weiter das Wartal aufwärts. Und dann geht es immer weiter durch das tief eingeschnittene, enge Tal der Tinée. Eine wunderschöne, gespenstisch tiefe, karge Landschaft. Diese Straße eine Hauptzufahrt zu den Skigebieten im Alpenmaritim ist, hat man vor einigen Jahren diese Strecke zur Einbahnstraße gemacht und durch ein anderes Tal den Gegenverkehr zurückgeführt. Jetzt ist das natürlich alles ganz herrlich und ungefährlich zu fahren. Jetzt geht es aus diesem Tal hinaus und rechts abgebogen in ein anderes Tal, das mich dann bald zu meinem Ziel führt. Rechts abbiegen auf M2205. Es ist schier unglaublich, wie sich die Tinée hier in diese Felsen eingefressen hat und dieses schmale Tal entstanden ist. Auf der rechten Seite sehen wir dann die Überreste der ehemaligen Befestigung von Frassinea, ein Grenzfort aus dem Zweiten Weltkrieg. Das Fort kann sogar besichtigt werden, aber nur am Samstagnachmittag. Vielleicht packe ich das auf der Rückfahrt. Geht es ein paar Serpentinen hoch und dann bin ich in Saint-Étienne angekommen. Mal schauen, wie das Dörfchen aussieht. Auf alle Fälle war die Strecke hier auf der Route de la Ponette, die zum höchsten Pass Europas 2800 Meter führt, sehr, sehr interessant. Ja, erst geht es den Pass hoch und dann geht es gleichen Serpentinen wieder runter und da unten liegt das Ziel vor mir. Nach genau 2 Stunden Fahrt bin ich pünktlich um 12 Uhr in Saint-Étienne angekommen. Mache meinen ersten Spaziergang durch das Dorf. Hier war der samstägliche Markt, der pünktlich um 12 Uhr abgebaut wird. Schade, hätte ich mich gerne ein wenig umgesehen. Und jetzt bin ich auch nach mühsamen 6 Treppen zum 6. Stock, zur 6. Etage, in meinem Apartment mit Fernsicht gelandet. Ah, hier gehe ich so schnell nicht wieder rauf und runter. Diese rustikale Angelegenheit soll wohl das Bett sein. Und ja, für eine Nacht geht das. Da ist das großartige Fenster mit der Aussicht. Die Küche mit Mikrowelle und Backofen. Sogar ein sehr nettes Badezimmer gibt es.
klein, aber fein. Ein leerer Kühlschrank, in den ich mir gleich einiges reinstellen kann, was ich dann allerdings hier zum sechsten Stock hochschleppen muss. Und eine Herdplatte gibt es auch, also super. Und selbst der Fernseher mit Satellitenübertragung, Sportfernsehen, alles, was der Mensch braucht, ist hier. Unglaublich. Und so sieht vom Treppenhaus der Blick zur anderen Seite aus. Auch sehr rustikal. Wenn ich hier das letzte Mal runter und rauf gegangen bin, dann brauche ich keine Gymnastik mehr zu machen. Das weiß ich. Hier in Saint-Étienne ist ja im Sommer ein fantastisches Veranstaltungsprogramm. Da ist ja pausenlos etwas los. Schade, dass das so weit weg ist von Lannapool. Oben in dieser Dachgaube befindet sich mein Zimmer mit der tollen Fernsicht. Die Bauweise hier sieht nicht mehr ganz französisch aus. Ich glaube, da ist schon ein viel größerer italienischer Einschlag drin. Aber es sind ja auch nur ein paar Kilometer bis Italien. Die Pfarrkirche hier in Saint-Étienne macht einen sehr schönen Eindruck. Sehr ruhig gestaltet und sehr ansprechend. Das sind natürlich sehr schöne Schmuckstücke, die hier in einem gesicherten Schrank ausgestellt sind. An der Höhe der umliegenden Berge sieht man deutlich, wie tief die Tinée sich hier eingefressen hat. Und sogar einen sehr schönen Wasserfall gibt es noch. Die Blechdächer auf den Häusern erinnern mich auch sehr an Süditalien. Das ist einer der typischen Touristen, den man hier sieht. Bonjour.
Wow, es gibt sogar auch ein paar Menschen hier in diesem verschwiegenen, stillen Örtchen. Das ist wirklich überraschend. Naja, und so ein bisschen Werbung für die Umgebung und für die Aktivitäten, das muss man ja auch machen. Scheint ja doch alles recht modern zu sein hier. Ja, den hatte ich heute Morgen gesehen. Jetzt ist mein Spaziergang durch den Ort zu Ende. Und ich fahre mal in die Nachbargemeinde Orong, die ja auch sehr bekannt ist. Noch wissen sie nicht, dass sie morgen den großen Fußmarsch auf die Berge machen müssen. Das ist mein heutiges Nachmittagsziel. Das bekannte Dörfchen, Städtchen Orong. Orong liegt einige hundert Meter höher als St. Etienne. Man merkt es hier an dem Aufstieg mit vielen Spitzkehren. Orong Dorfzentrum. Tja, das sieht hier alles sehr, sehr wintersportlich aus hier. Mal schauen, ob ich hier einen kleinen Spaziergang machen und etwas entdecken kann. Die Weinbar hier ist wohl das einzige Etablissement, das geöffnet hat. Und auch hier gibt es immer noch nicht genug Hotels. Es findet sich immer ein bisschen Erde, dass man plätten und bebauen kann. Ja, toll. Und so sieht das dann in der Saison, im Winter aus. Bestimmt recht hübsch. Das scheint wirklich was Größeres zu werden. Leicht zu erkennen, der Sommer findet hier nicht statt. Tja, das war's wohl. Mehr gibt es hier nicht zu sehen. Und ich werde jetzt ein Ruhepäuschen machen und vielleicht noch irgendwohin weiterfahren. Hä? Bist du ein lieber Hund? Ja. Ja, 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 ja. Hier ist die Fässer da. Ey.
Und beim dritten Versuch gelang es mir sogar, etwas Trinkbares zu ergattern. Das habe ich mir jetzt wohl verdient. Hier gibt es eine schöne kleine alte Steinkirche, die gerade aufwendig restauriert oder repariert wird. Immerhin stammt sie aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Und während der winterlichen Saison kann man sogar richtige Ortsführungen machen. Toll. Oh, mein Besuch von Oron ist beendet. Jetzt geht es wieder schön abwärts Richtung Saint-Étienne. Und dann will ich noch ein Stückchen weiter in den dritten Ort nach Saint-Dalmas fahren und schauen, wie es da aussieht. Jetzt kommen die Serpentinen wieder. Hier ist jetzt wieder eine ganz andere Landschaft als auf der Strecke von Oron runter an Saint-Étienne vorbei. Jetzt geht es so leicht wieder durch das Tinetal weiter und dann wahrscheinlich nach Saint-Dalmas etwas wieder rauf. Schauen wir mal. Richtig vermutet, schon geht es wieder aufwärts, hinauf in die Berge. Nach 300 Metern rechts abbiegen. Dann geht es also auf die Seite. Und da sind wir schon in Saint-Dalmas. Rechts abbiegen, dann leicht rechts abbiegen. Also hier möchte ich nicht mit dem Mercedes durchfahren. Ich hoffe, es gibt noch irgendwo eine Möglichkeit, wo ich dem etwas entkomme und vielleicht auch parkieren kann. Tja, parkieren ist ja okay, aber eigentlich wollte ich nicht so weit laufen. Und denn es geht bergauf und das bin ich ja gewohnt. Ja, das ist wohl eine konstante Qualität, die hier geboten wird. Dieses Salvas, Dalmas, scheint doch eins von diesen herrlichen, fast mittelalterlichen Alpenstädtchen zu sein, die es hier überall im Hinterland gibt. Und auch hier scheint es, wie in all diesen Dörfchen, keine Bewohner zu geben.
Und auch hier wieder die großen Blechdächer, die ich vorhin schon erwähnt habe. Und da kommt sogar mal ein Mensch. Das hat wohl auch nicht so ganz geklappt mit dem Anbau, Aufbau. Richtig, am Wochenende und am nächsten sind ja die neuen Wahlgänge. Na, das wird heiter werden. Das ist doch auch ein schöner, ruhiger Platz, hier mitten im fast ausgestorbenen Ort. Tja, das Restaurant ist auch nicht gerade überfüllt. Ich glaube, ich beende jetzt meinen Spaziergang und ziehe mich wieder nach Saint-Étienne zurück und setze mich irgendwo hin und lasse das alles in Ruhe auf mich wirken. Wunderschöne Blumengästen hat man hier stehen, mit einer herrlich gemischten Bepflanzung. Jetzt bin ich fast eine Stunde durch den ganzen Ort gewandert, auf der Suche nach einem Restaurant, das geöffnet hat, aber sie waren alle zu, außer diesem großen, wo ich jetzt, wie man sieht, gelandet bin. Und da gibt es erstmal eine Erfrischung und ab 7 Uhr gibt es etwas zu essen. Ah ja, der bin ich. Das ist doch ein wohlverdienter Abschluss von diesem schönen und ereignisreichen Tag. Sieht doch lecker aus, meint auch die Fliege. Ich lasse es mir jetzt schmecken. Wie man sieht, schmeckt es nicht nur mir. Naja, jedem das Seine. Solange die da bleiben, bin ich zufrieden. Das ist eigentlich unglaublich. Hier gibt es sogar einen Linienbus, dreimal täglich von Nizza, St. Augustin. Die ganzen 130 Kilometer oder was bis Oran. Und die modernsten Restmüllentsorgungen, Papier, Kartons, Flaschen und all dieses hat man hier auch in sehr schön dekorativen Containern eingebaut. Nochmal ein Blick in das schöne Bad und weiter links gibt es eine Dusche, eine richtig schöne Dusche. Und dann habe ich entdeckt, dass es noch ein zweites Zimmer gibt mit einem richtigen Bett oder mehreren sogar. Und ich dachte schon, ich musste auf dieser komischen Couch schlafen. Na, jetzt bin ich aber happy. Nach
diesem erlebnisreichen Tag. Und nach einem letzten Blick nach draußen, jawohl, in dieser Zeit, werde ich noch ein wenig lesen und mich dann niederlegen und hoffen, dass ich morgen bei der großen Transhumance, bei dem Almauftritt, wie wir sagen, eine Menge schöner, neue, interessante Sachen sehen und filmen werde. Jetzt ist Samstagmorgen und das Bild, das ich hier von meinem Dachfenster sehe, hat sich gewaltig gewandelt. Auch hier sieht es jetzt ganz anders aus als gestern Nachmittag. Noch ist es ganz schön ruhig hier, aber die ersten Spaziergänger schauen sich genau an, was auf den Ständen alles zu sehen ist. Die Nähe zu Italien lässt sich natürlich nicht leugnen, gerade hier auf diesen Märkten. Hier werden noch die letzten Änderungen der Platzierung der Stände vorgenommen, damit ja nicht den Tieren im Wege steht. Ich bin überrascht, was für ein umfangreiches Programm für den morgigen Tag vorgesehen ist. Ich werde mich aber auf den Vorbeizug der Tiere, auf die Schafschuhe und auf ein paar Marktstände konzentrieren. Alles andere wird mir zu viel werden. Na, die kleine möchte doch am liebsten mit nach Hause nehmen. Excusez-moi, du coup, j'ai pas écouté vos explications. Eh ben, c'est toujours la même chose. Chaque année, on vend des bonbons, c'est pour aider nos animaux et on demande aux gens de participer. Okay. On a invité chaque année à venir vendre nos petits bonbons qui permettent à nos petites bêtes pas de se relaxer. Plötzlich gibt es sogar jede Menge Bistros und Restaurants hier im Ort, die gestern alle noch nicht zu sehen waren. Jetzt kommen auch schon die ersten Touristenbusse. Das heißt, es wird hier in einer halben Stunde richtig schön voll sein. Jetzt ist es 10 Uhr und eigentlich müssten statt der Touristen hier auf dieser Straße die Schafe auftauchen. Mal schauen, wann sich die Situation ändert. Also, die Moutons scheinen etwas später zu kommen. Vielleicht haben die auch einen Verkehrsstau. Und schaut mir mal hier die wunderschönen Mohnblumen mit den Bienen an. Also jetzt wird es ernst. Die Herde kommt. Attention, oui, merci. Ich sehe im Augenblick trotzdem nur Touristen, die kommen, aber gleich kommen dann auch die richtigen Schafe. Da
Das sind keine Schafe, das ist eine Großfamilie. Hallo. Aber jetzt wird's ernst. Da kommen Sie. Hey. Verkehrsstau, wie auf der Autobahn. Da einer, der die falsche Richtung eingeschlagen hat. Typischer Fall von Geisterfahrer. Den gefällt es hier nicht, die gehen zurück. Ist das ein Bouchon? Echter Schafstau, das habe ich auch noch nie gesehen. Aua. Ça va pas? Ça va pas? Den Tieren aber sicher keinen Spaß, die hier so im Schafstall stehen und ganz verzweifelt schreien. Ja, du hast hier einen guten Weg gewählt. Ich bin entsetzt und erschüttert, dass hier derartige Tierquälereien unter dem Deckmantel in der kulturellen Tradition für die Touristen durchgeführt werden. Das ist einfach abscheulich. Die armen Tiere, die können einen ganz schön leid tun. Und jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Eine Katastrophe von Organisationen ist das.
alle durch, bis auf ein paar Opfer, die am Rande liegen geblieben sind. Jetzt haben sie den größten Teil von diesem Stress überstanden und ich hoffe, dass es ihnen einigermaßen besser geht. Na, das tut doch wenigstens gut. Sie haben es besser. Die sind mit dem Auto hierher gebracht worden. Und können sich schön ausruhen. Aber irgendwie kommen mir diese Tiere vor, als wenn sie sehr stauaffin sind. Das mag natürlich vieles erklären. Schade. Das wäre was für meinen Garten, wenn ich einen hätte. So, und hier hinter der Kirche geht es weiter mit den vielen Marktständen. Aujourd'hui la transhumance Pecorino. Das sieht auch gut aus. Il nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Alléluia, oh alléluia, alléluia, oh alléluia, oh alléluia, oh alléluia, alléluia, alléluia. Jetzt bin ich wieder an der Place de l'Église angekommen. Ich werde mich noch ein wenig umschauen und dann meine Rückfahrt antreten. An so einem Festtag sieht das doch alles gleich richtig lebendig aus. Ein schöner Abend. Jetzt geht's zum Schaf ins Feld. Thank you.
Die Kinder auf diesem schönen Spielplatz lassen sich von dem Marktgetümmel nicht ablenken und freuen sich, dass der Sonne spielen können. Und ich freue mich, dass ich jetzt in der Sonne weiterfahren kann, langsam wieder Richtung Nizza und Côte d'Azur. Weil mich der Weg gerade hinführt, mache ich jetzt einmal einen kleinen Zwischenstopp in dem bekannten Dörfchen Isola. Von hier geht es in das berühmte Skigebiet Isola 2000, aber das spare ich mir jetzt. Das muss eine ungeheure Leistung gewesen sein, diesen Kanal, die Vertige, hier an den Felswänden entlang zu bauen. Wow! Wenn man so schaut, sehr überlaufen, scheint das hier auch nicht zu sein. Tja, ein schöner Platz, aber leider mausetot. Also geht's weiter. Also reicht's gerade für einen Cappuccino und dann geht's weiter. Mein erster Abstecher führt mich raus aus dem Tinnetal hoch in die Berge zu dem mittelalterlichen Dörfchen Bayreuth. Das scheint wohl ganz schön weit oben zu liegen. Aber der kleine Fiat packt das ganz schön. Will er auch mit 1000 Mal schalten. Und mein Schatz Petra würde bestimmt den Aufstieg mit dem Hubschrauber vorziehen. Auf der anderen Seite der Tenné, dreiviertel hoch am Berg, liegt das Städtchen Clon. Clans geschrieben, ist aber nicht so alt und nicht so schön. Hier habe ich das gleiche Bild wie überall an diesen Städtchen. Ein voller Parkplatz am Ortseingang und im Ort gähnende Leere und kein Mensch weit und breit zu sehen oder zu hören. Aber wie nicht anders zu erwarten, ist diese Auberge auch geschlossen und es gibt keine Chance, sich hier hinzusetzen. Schade, das wäre traumhaft. Ob der in absehbarer Zeit einen Käufer findet bei dem Weg hierauf? Thank you.
hierher gekommen. Und vielleicht geht die Straße da links noch ein Stück weiter rauf. Oder vielleicht ganz woanders hin. Zurück. Hier gibt es irgendwo rechts und links menschliche Geräusche. Das ist doch was. Tja, eine Pizza wäre jetzt auch nicht schlecht. Aber der Ofen ist aus. Es wird ja immer schöner hier oben. Ganz schön hohe Berggipfel liegen da, nicht weit entfernt. Hier müsste nun wirklich jemand wohnen, aber es ist wieder totenstill. Das sieht vielleicht verlockend aus. Teufel auch. Ja, aber ich glaube, hier mache ich jetzt doch besser Schluss. Das wird nicht mein Weg sein. Und der Weg da drüben, der da hochgeht, der hat mich früher gereizt. Das wäre genau das Richtige für mich gewesen. Hier bei dem Eingang weiß man wenigstens, dass hier niemand wohnt. Bei den anderen ist es mir ein Rätsel. Aber jetzt bin ich wieder an dem kleinen Platz, werde ein Stückchen Brunnenwasser zu mir nehmen, zumindest die Stirn und die Ohren reintauchen und dann geht's wieder abwärts. Ein letzter Blick auf uns. Hier stürmt es ganz schön.